Ärmel hochkrempeln und anpacken. Als Industriemechaniker oder Industriemechanikerin sorgst du dafür, dass Maschinen und Anlagen betriebsbereit sind. Ohne dich läuft in der Produktion nichts. Mit dir reibungslos. Du setzt dein handwerkliches und technisches Können ein und stellst Bauteile für die komplexen Maschinen und Produktionsanlagen in der Chemieindustrie her. Dein Team ist für die Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen verantwortlich. Um in diesem Job zu arbeiten, brauchst du einen guten Realschulabschluss und Interesse für Technik, Mathe und Physik. Zu deinen Werkzeugen gehören Schweißgeräte, Schraubenschlüssel, Hammer, Feile und Metallsäge. In der Ausbildung verdienst du von Anfang an über 1.000 Euro im Monat, hast 30 Tage Urlaub im Jahr, bekommst Urlaubsgeld und hast eine Übernahmechance von über 90%. Mehr erfährst du auf dem Chemie-Azubi-Blog. Da gibt es alles zum Nachlesen. Infos zu Ausbildungsstellen, Gehalt, Ausbildungsbetrieben und vieles mehr.